Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession und wir haben ja letzte Woche schon gesagt, nachdem es ein bisschen investmentlastiger war, werden wir heute wieder eine kleine Q&A-Session machen, weil wir, glaube ich, letzte Woche zwei Fragen beantwortet haben oder drei nur. Deswegen, wir haben noch eine Menge Fragen hier im Petto, aber es hat sich letzte Woche, also ihr hört es letzte Woche, für uns war es vor 5 Minuten. Es hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, aber gut, das war auch meiner Meinung nach auf jeden Fall notwendig, auch mal ein bisschen so über Investment und sowas zu reden, nachdem wir sonst auch mal ein bisschen andere Themen haben, finde ich, hat sich das ganz gut erübrigt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit der ersten Frage an und die wird jetzt ein bisschen privater, beziehungsweise ein bisschen wieder anderes Thema, so Mindset-mäßig. Und zwar fragt hier jemand, wichtigsten Hebel, um weniger zu prokrastinieren und mehr umzusetzen. Weißt du, was dieser Fachbegriff heißt? Halt die Schnauze, die beantwortest du. Ich? Die geht an uns das beide. Das ist einer meiner größten Probleme. Echt? Also wirklich, das ist einer der Punkte, mit denen habe ich richtig, richtig zu kämpfen. Weil das hätte ich jetzt nicht ich habe das immer so ich habe das in Schüben, sage ich mal. In manchen Phasen bin ich ultra produktiv, da sitze ich 16 Stunden am Rechner, programmiere durch und bin am Hasseln wie ein Bekloppter wirklich. Danach kommt aber die Phase over. So, und je nachdem zieht sich diese Phase ein bisschen, sagen wir mal 2, 3, 4, manchmal länger Wochen. Und dann arbeitest du dich langsam wieder an einen normalen Rhythmus an und dann hast du einmal eine Idee, die schießt dir durch den Kopf, die willst du ready machen und dann zerhämmert es dir wieder das ganze System, weil du 2, 3 Wochen richtig durchknallst, wirklich 16 Stunden am Tag und danach ist wieder Game Over. Und dann brauchst du wieder 3, 4 Wochen Pause und dann wieder von vorne. Von daher, ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner für. Krass. Also jetzt für alle da draußen, weil ich es jetzt noch nicht erklärt habe, was das heißt. Es heißt im Endeffekt so viel, wichtigsten Hebel, um weniger aufzuschieben. Also Probleme, oder ich sage jetzt mal so, man hat ein Problem damit, Sachen aufzuschieben oder man schiebt gerne Sachen auf und will aber mehr umsetzen. Das war so jetzt die Frage und ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen geschockt bei dir. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Das wirkt bei mir auch nicht so. Vor allem, wir hatten es erst wirkt vor ein bei paar mir auch Wochen nicht so eine so. Folge, wo wir noch über sowas Ähnliches geredet haben. Da hast du das nicht gesagt, deswegen bin ich gerade voll so, boah, das hätte ich dich echt nicht Was so für eine eingeschätzt. Folge. Jetzt Wo hilf wir mir über mal so auf die Schwächen und Sprünge. sowas geredet haben. Und da hast du das nicht gesagt, deswegen wundert es mich gerade extrem und ich hätte dich niemals so eingeschätzt. Also, dass du solche, gut, es ist phasenweise, aber hätte ich dich trotzdem nicht eingeschätzt. Ich dachte eher so, du bist der Typ, sobald du irgendeine Idee hast, du willst es sofort umsetzen oder bleibst halt so dran, weißt du? Krass. Mein Short hat gesessen, sorry. Ja, ich weiß, denkt man, erwartet man nicht von mir, weil ich in diesen Phasen, wo ich durchhämmer, auch wirklich viel mache und tue. Nur ist einfach so, ist so ein Ding, ist einer der schlimmsten Angelegenheiten, wirklich. Da sitzt du da, glotzt nur YouTube, nur Twitch oder so und kriegst nichts gebacken, hast keine Motivation, kein gar nichts. Probierst du alles durch, von wegen nimmst du die richtigen Vitamine, Vitamin D von, keine Ahnung, tralala, schieß mich nicht tot, hat mein Arzt mir empfohlen, so 6, 7 verschiedene Vitamine zu nehmen, weil mittlerweile in den Nährstoffen halt nicht mehr so viel drin ist, dass das daran liegen könnte. Hat mich der ganze Spaß auch 300-400 Euro gekostet. Probiere ich, ich hab's leider Gottes dennoch. Ist einer der schlimmsten Sachen wirklich. Ich denke aber, das kann auch so ein bisschen daran liegen, dass ich sehr, sehr viel alleine mache und sehr, sehr viel alleine arbeite quasi, dass mir fehlt, sage ich mal, ein direkter Kompagnon, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Einer der Punkte, warum ich dich manchmal versuche, auch so zu motivieren dafür, weil mir Hör fehlt jetzt einfach auf, mich jemand, hier der wieder das. so darzustellen. Du weißt genau, dass ich das Ja gesagt habe. Hör jetzt auf damit. Ah, ich hau dich heute nur in die Pfanne. Du haust mich in es der tut mir letzte leid. Aufnahme schon vor der Aufnahme und jetzt haust du mich hier wieder in die Pfanne. Ey, die Leute denken auch langsam, ich verhalte nie meine Versprechen hier oder so. Also sorry, nein, so ist Leute, es nicht. So ist es nicht. Vielleicht kommt es schlimmer rüber, als es ist. Ich bin dabei auch am Lachen, aber so sollte das jetzt gerade auch wirklich gar nicht rüberkommen. Überhaupt nicht. Nee, passt schon. Allerdings, ja, ich glaube, es ist, weil ich halt auch viel alleine bin, denn wenn Schule oder Ausbildung oder sowas gewesen ist, da funktioniert oder läuft das alles halt einfach wunderbar. Ich denke, das ist einfach so ein bisschen ein Managementproblem von mir, woher das rührt. Krass, aber bist du dann echt produktiver, wenn du im Team arbeitest?
Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir letztens einen meiner Seminarteilnehmer geschnappt und habe gesagt, ey, komm in meinen Discord, wenn ich am Programmieren bin. Und der chillt einfach nur bei mir im Discord. In der Stunde reden wir vielleicht 10 Sätze miteinander. Wenn überhaupt. Aber er chillt einfach nur da und ich fange an, produktiv zu sein. Krass. Manchmal guckt er zu beim Programmieren, stellt ein paar Fragen, ich gebe ihm ein paar Antworten, manchmal erkläre ich ihm ein bisschen was, wie und was wir bauen und nebenbei planen wir zwischendurch manchmal noch das Projekt hinter dem Programmieren. So, also manchmal in so einer Extrastunde, sage ich mal, nicht direkt beim Programmieren. Es ist, wie man dagegen ankommen kann, ich kann dir jetzt so 3, 4 Techniken, ja gut, ich werde wahrscheinlich nur eine erzählen, reicht auch an der Stelle. Techniken erzählen, wie man das versuchen kann, so ein bisschen zu umgehen. Oder bei mir ist es manchmal auch einfach das Rauchen. So diese kleinen 5-Minuten-Dinger zwischendurch, wo du dir denkst, ja, komm, kannst du jetzt doch noch, kannst du hier eben schnell nochmal und tralala, oh, wir haben schon 15 Uhr Tag. Ups. Ist behindertes Scheiße. Du hast zwischen, das habe ich schon mal in einer Psychologie-Podcast-Folge, glaube ich, erzählt, du hast zwischen Reiz und Reaktion hast du einen Raum, in dem du fähig bist zu entscheiden. Das ist so ein Satz, den versuche ich mir immer wieder, wenn er phasenweise in meinen Kopf kommt, wie jetzt zum Beispiel, in mein Gehirn einzuprügeln, bis ich dann irgendwann so im Unterbewusstsein habe, dass ich es automatisch kann. Wie zum Beispiel, okay, ich habe das Verlangen, eine zu rauchen. Ich nehme mir diese Momente Zeit, denke darüber nach und lasse es sein. Anstatt diesem Impuls oder diesem Reiz in diesem Moment zu folgen und das sein zu lassen. Ist halt, wenn dann wirklich sehr, sehr langfristiger Trick, wenn er funktioniert, ne? Und was wären deine Lifehacks dagegen? Also das Ding ist, ich bin ja überhaupt nicht so ein Typ, ne? Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe am Anfang von Selbstständigkeit oder YouTube habe ich auch ein bisschen getrödelt, aber dann denke ich mir halt immer so, hey, ich mache das für mich so, weißt du, ich habe jahrelang für einen Arbeitgeber so gearbeitet, der mir alles so vorschreibt und jetzt bin ich so in meiner Selbstständigkeit oder will in die Selbstständigkeit damals. Da muss ich halt auch was dafür tun, so weißt du, deswegen will ich nichts aufschieben. Ich bin eher so ein Mensch, ich will alles sofort machen. Also ich will jetzt nicht Sachen mega lange aufschieben, ich will das sofort. Das ist vielleicht ein bisschen Ungeduld auch getrieben oder ein bisschen zu euphorisch teilweise an Sachen rangehen. Deswegen ist es schwer, da richtige Tipps zu geben. Aber ich denke mir halt immer so, wenn du eine Sache unbedingt willst und beispielsweise das Ziel ist jetzt Selbstständigkeit oder das Ziel ist irgendwie ein Projekt, dann musst du da oder musst du davon überzeugt sein. Und das dann auch umsetzen wollen. Weil es ändert sich nichts. Das, mal als Beispiel, du bist in deinem ganz normalen 9-to-5-Job drin, willst in die Selbstständigkeit, du hast eine Idee, hast aber Probleme damit anzufangen oder so diese aufschieben. Dann denke ich mir so, das ist aber jetzt mein Gedankengang, ich will jetzt hier niemandem was schlecht reden, ne? Aber denke ich mir halt irgendwie so, dann willst du es nicht so essentiell, dass du da weg willst. Du willst nicht unbedingt deine Selbstständigkeit, du hast halt so in deinem Hinterkopf eine Idee, die du vielleicht irgendwann mal umsetzen könntest. Nee, hock dich so an den Tisch ran und erarbeite dir das so, weißt du? Irgendwann kommt es, wenn du in deinem Flow drin bist. Und da finde ich auch wieder, können wir wieder so einen Rückstep auf Thema Routinen und sowas machen. Routinen und eine Tagesstruktur ist extrem wichtig, finde ich. Wenn du jetzt zum Beispiel 9 to 5 arbeitest, dann nimm dir gefälligst auch diese Stunde am Tag oder 1,5 Stunden oder ob es länger ist. Müssen halt mal Freunde und sowas müssen es auch verstehen oder unterstützen dich möglicherweise auch dabei. Aber es ist verdammt wichtig, da auch Struktur reinzukriegen, dass du jeden Tag weißt, okay, beispielsweise 18 bis 19 Uhr mache ich jetzt mein Business, mache ich meine Selbstständigkeit. Und ich glaube, dann schiebst du es dir vielleicht auch nicht mehr so auf. Natürlich gehören da auch mal Pausen, so wie du es jetzt gerade gemeint hast, mit den 5 Minuten, die gönnst du dir auch. Absolut, das gehört auch dazu. Du musst ja auch mal zwischendrin mal Pausen gönnen und auch irgendwas gönnen. Aber ich finde, so eine Struktur bzw. Routine ist da einfach ein Muss, damit man nicht sagt, oh nee, jetzt kommt aber Fußball, oh, jetzt kommt Formel 1. Nee, jetzt ist Business so, weißt du? Formel 1 und Fußball kannst du immer noch gucken. So, weißt du, so in der Art, es müssen halt Prinzipien bzw. Prioritäten gesetzt werden, was hier wichtiger ist. Willst du aus deinem 9-to-5 raus? Tu was dafür, weil es kommt dir nicht so angeflogen, weißt du? Wenn du es nicht zu 100% willst, dann vermute ich, kommen auch diese Probleme mit, ja, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Probleme, das umzusetzen und sowas. Kann ich mir zumindest da sehr, sehr gut vorstellen. Es ist halt meistens, sage ich mal, das Ego, was dann auch so im Weg steht. Was mir dann noch so einfällt, setz dich hin und schreib dein Warum auf. Schreib auf, wo du hin möchtest, was sind deine Ziele, warum möchte ich dahin, was ist dir daran wichtig, warum will ich das tun? So, und
Guck, dass du dir das dann auch regelmäßig durchliest, sagen wir mal einmal am Tag, alle 2 Tage so. Guckst du, dass du locker anfängst und schaust du, dass du da anfängst, in den Rhythmus zu kommen. Ich habe sogar einen Kollegen dabei, der hilft mir, meine Tage auch zu strukturieren. Funktioniert, sage ich mal, ganz okay. Nur ich schiebe meistens meine ganzen Zeitblöcke immer von A nach B und bastel mir die, wie ich lustig bin. Und immer, wenn wir uns ein, zweimal die Woche treffen, dann kriege ich es halt auch drüber. Wenn ich es mal nicht so gemacht habe und die Zeitblöcke nicht eingehalten habe und getrödelt habe. So, such dir vielleicht auch jemanden, der das von außen so ein bisschen am Anfang stützt, wenn du es nicht ganz alleine schaffst. Es ist auch überhaupt keine Schande, um Hilfe zu fragen an der Stelle. Ne? Jeder hat seine Probleme, jeder hat woanders seine Stärken so und ist okay. Ja, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Hilfe fragen geht immer. Man sollte sich auch nicht zu scheu sein, einfach dafür. Aber Ganz wichtig, wenn jemand da draußen ist, der Bock hat, das Puzzles Analytic Projekt zu unterstützen und zu supporten mit Artikel schreiben oder sonst irgendwas, soll er sich gerne bei mir melden oder durch Analysen, wenn ein Elliott Wellen oder sonstige Analysetechniken gut ist. Vielleicht finden wir da ja irgendwas, ne? Vielleicht finde ich dann da ja auch einen Kompagnon. schon wieder so ein Seitenhieb, du Sack. Du Sack, ey. Heute haust. Ey, nee. Nee. Komm, es ist okay, dafür darfst du den Zehner behalten. Nee, das sind Ehrenschulden, die kriegst du. Ist mir egal. Das ist nochmal zur letzten Folge. Ich schulde ihm immer noch 10 USDT. Könnt ihr vermerken, kriegt er noch. Habe ich jetzt in den letzten 5 Minuten noch nicht geschafft. So. Ist jetzt egal. Nee, aber ich finde die Tipps von dir, finde ich auch echt wichtig und sowas. Und ich denke, damit sollte die Frage auch einigermaßen beantwortet sein. Das sind zumindest so die wichtigsten Dinge, damit wir hier noch ein paar Fragen durchkriegen. Eine Frage von einer weiblichen Zuhörerin. Wie stehst du ihr zum Thema Schicksal? Glaubst du an Schicksal? Jetzt bin ich gespannt. Muss mich konzentrieren, ich habe wieder nur Blödsinn im Kopf. Schicksal ist eine schwierige Frage. Antworte mal drauf. Ich muss gerade mal Wörter suchen, finden, wie man das erklären, erläutern kann. Ich habe mir zu der Frage keine Gedanken bewusst gemacht, weil ich es extrem schwierig finde. Jeder, also ich stehe eher so zum Ding, jeder hat sein Schicksal so ein bisschen selbst in der Hand. So, jeder macht das Beste aus seinem Leben so. Ich finde es aber auch extrem schwer, einfach zu beantworten. So, Schicksal, jeder hat es meiner Meinung nach in der Hand. Aber es gibt ja auch immer so den Spruch, es war Schicksal, die und die Person kennengelernt zu haben, oder es war Schicksal, zu diesen oder diesen Unternehmen oder sowas zu kommen. Weiß ich nicht. Da denkt man, das sind so Situationen, da denkst du vielleicht so nach, wenn es dann soweit ist, so, weißt du? Wenn du so mal deine Millionen auf dem Konto hast, war das jetzt Schicksal zum Beispiel? Oder wenn du deine Traumfrau irgendwo kennengelernt hast, war das jetzt Schicksal, dich hier zu treffen oder so über solche Umwege und sowas? War die letzte Trennung vielleicht genau der Grund, jetzt dich kennengelernt zu haben? Sowas in der Art. Ist schwer. Ist echt schwer, finde ich, die Frage. Deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil ich es nicht einfach so beantworten kann. Also irgendwie glaube ich schon ein bisschen daran, aber überwiegt vielleicht so ein bisschen, jeder hat sein Schicksal auch ein bisschen selber in der Hand. Weil es kommt dir nichts geflogen, so weißt du? Wenn das jetzt, da wären wir wieder so bei dem Thema von gerade eben so, wenn du. Ich denke, das Leben stellt dir die Aufgaben, die du gerade erledigen sollst, so ein bisschen. In der Hinsicht, dass du vor den Hindernissen und Hürden stehst, aus denen du was lernen sollst, meisterst du sie und hast sie nicht gelernt, musst du sowas nochmal machen. Sowas in die Richtung finde ich halt sehr interessant und Schicksal an sich. Auf jede Reaktion in unserem auf jede Aktion in unserem Universum folgt natürlich eine Reaktion. Und da glaube ich, dass das auch hintenrum wie oder vornerum wieder einschlagen kann, sowohl positiv oder als auch negativ. Und ich glaube auch, dass wenn man lange in einem, sagen wir jetzt auch mal, Loch sitzt oder so, sei jetzt mal dahingestellt, warum, wieso, weshalb, dass dir das Leben dennoch Möglichkeiten bietet, wieder einen Strohhalm zu greifen, dass es sich dann anfängt zu kämpfen zu lohnt. Und ich glaube auch, dass dir das Leben manchmal auch einen Schubs in die richtige Richtung geben kann. Und wie gesagt, dass das Leben dich auch manchmal vor die richtigen Aufgaben und Probleme stellt, die du gerade lösen sollst, um mit dir selbst im Reinen zu kommen oder auf deinem beruflichen Weg voranzukommen. Das hast du jetzt eigentlich perfekt eigentlich so gesagt. Also es beantwortet es meiner Meinung nach sehr, sehr gut.
Ich sag ja, gib mir einen Moment. Ja, ich weiß, Nein, es ist ja auch keine Dankeschön. einfache Frage, so, wo man jetzt einfach mal so aus dem Stegreif so beantworten kann, wie jetzt, keine Ahnung, Krypto oder sowas. Es ist eine tiefgründige Frage einfach, über die sich auch mal so ein bisschen nachzudenken lohnt, möglicherweise. Und es gibt bestimmt, jeder hatte bestimmt schon mal irgendwie so seinen Moment, wo er gesagt hat, boah, das war jetzt Schicksal, so. Weißt du? Also kann ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich da noch so viel dazu sagen soll. Ich glaube schon daran. Also es ist nicht so, dass ihr sagt, boah, nee, daran glaube ich überhaupt nicht. Aber ich bin, wie gesagt, ein bisschen mehr so der Meinung, jeder hat so ein bisschen selber, also auch zum Teil selber in der Hand, sowas aus seinem Leben oder so ein bisschen, was halt daraus macht, so, weißt du? Definitiv, jeder ist seines Glückes Schmied. Und wir hatten diese Riesendebatte ja auch mit Benji darüber. Ja. So ein armer Junge aus Afrika kann ja auch alles im Leben erreichen. Und da vertrete ich ja die Ansicht, ja, ein Flüchtling, der nach hier kommt, er kann auch alles in seinem Leben erreichen. Sofern er es halt schafft, ne? Natürlich, sofern er an sich selber glaubt und sofern nicht Hindernisse kommen, auf die er keinen Einfluss hat. Und selbst wenn er nur mit einem Arm ankommt, kann er es dennoch schaffen, aus meiner Sicht. Ja. So ein bisschen. Und ja, aber ansonsten weiß ich auch nicht mehr wirklich Nee, so es ist, viel, was ich ich denke, darauf. wir haben es eigentlich ganz gut beantwortet. Denke ich mal, dass sich so jeder was denken kann. So, kommen wir noch zu, ja, ein, zwei Fragen machen wir noch. Habt ihr weitere Projekte geplant in Zukunft? Auswandern, Hashtag privat. Also so private Projekte und Thema Auswandern. Die Frage schmeiße ich mal zu dir rüber. Dann kannst du anfangen. Dazu habe ich mir sogar schon ein, zwei Gedanken gemacht. Ja, dann hau raus. Ich Ach hatte komm. den Luxus noch nicht. Nee. Okay, ach ja, stimmt. Okay, nee, erstmal Thema Auswandern. Das Thema hatten wir auch schon öfters mal im Podcast. Also mein Ziel ist es immer noch, früher oder später auszuwandern oder zumindest mal einen Zweitwohnsitz auf jeden Fall zu haben. Wer weiß, was sich im Leben noch so tut. Da habe ich auch ein, zwei Länder auf jeden Fall im Blick. Ich bin so, wir hatten nochmal das Thema Dubai, ich bin mittlerweile schon wieder weg von Dubai, so ist mir zu heiß. Ist mir einfach zu heiß. So, und diese 180-Tage-Regelung, das heißt, du musst ja 180 Tage da drüben bleiben oder 185, finde ich ein bisschen zu lang. So, das ist meine Meinung dazu, weil wir das Thema mal hatten Und was hast du als Alternative, wenn du ja sagst, du hast noch ein, zwei Länder? da. Bei mir ist Zypern oder Spanien sogar. Zypern oder Spanien? Nee, finde ich völlig in Ordnung. Ist nicht so weit weg, weißt du, mir geht es halt immer, ich bin Familienmensch einfach. Und da würde mich ein halbes Jahr weg so sein, ist mir ein bisschen too much einfach. Aber das sind so meine Auswanderungsziele oder vielleicht auch in eine andere Stadt ziehen oder so. Wer weiß, was ich halt so in den nächsten Jahren einfach so, ich bin da komplett einfach offen so, weißt du, auch mal in eine andere Stadt zu ziehen oder sowas. Muss ich mal gucken, das ist so in meinem Hinterkopf, jetzt nicht mehr dieses Jahr wahrscheinlich. Aber nächstes Jahr werde ich das Thema auf jeden Fall dann, denke ich mal, Da fällt angehen. mir ein kurzer Einwurf, entschuldige bitte. Wir müssen gleich noch eine halbe Stunde quatschen, wenn du Zeit hast. Können wir machen, gern. Sehr gut. Ja, und Ziel, was ich noch so privat geplant habe, ich hab mir wieder so ein bisschen in den Kopf gesetzt. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich es dir oder euch mal erzählt habe. Ich hatte letztes Jahr, kurz vor meiner Burnout-Phase, angefangen, ein Buch zu schreiben. Jetzt guckt er. Ich dachte, da kommt jetzt irgendeine Reaktion. Okay, cool. Nee, ich dachte, da kommt noch was. Ich finde das sehr stark, finde ich Nee, sehr gut. ich Was, habe. wie, welche Kategorie? Aber meinst du nicht, dass du es damit jetzt gerade so ein bisschen jinxt, indem du es öffentlich sagst? Ich habe es ja schon mal öffentlich gesagt letztes Jahr. Na, okay, ist schon kaputt. Also, ja. Also, Nein, Quatsch. es ist ja Ich auch finde immer es noch sehr so. gut. Ich finde, was für ein Thema, so, dann bin ich direkt neugierig. Alles Mögliche. Siehst du, damit kann ich dich jetzt doch, weil du nicht weißt, was es für ein Thema ist, deswegen verrate ich es nicht. Aber es ist so alles Mögliche, sage ich einfach mal so. Ich muss auch mal Habe ich gucken. einen Versuch Ja, klar. in die Richtung Autobiografie? Nee. Börse nicht? Also Krass. Autobiografie, nein. Dafür ist mein Leben viel zu uninteressant. Weiß ich nicht. Aber ich würde Ich finde zumindest es aktuell gerade sehr interessant. so einen Einblick geben, wie man zum Beispiel Selbstständigkeit, Mindset, so alles möglich so ein bisschen vermischen so. Aber auch mit einem roten Faden. Ich hab 10 Seiten habe ich letztes Jahr geschrieben. Das war, glaube ich, letztes Jahr im März habe ich damit angefangen. Das war dann, wie gesagt, da zu meiner Hochphase, wo ich dann einfach komplett übertrieben habe. 10 Seiten geschrieben. Und dann habe ich es auf Eis gelegt, weil mir es damals einfach dann zu viel war und sowas.
Und das spielt mir momentan so wieder ein bisschen in Gedanken rum, dass ich damit wieder anfange. So über den Sommer, das ist so ein Nebenprojekt, weißt du? Wo ich aber letztes Jahr extrem Bock drauf hatte und jetzt momentan wieder so ein bisschen in die Phase komme. Why not? Man kann also nebenbei einfach ein bisschen schreiben, so. Weißt du, mal im Urlaub, mal ein paar Seiten oder sowas, wenn dir was in den Sinn kommt. Das ist so ein privates Projekt, wo ich so geplant habe. Bei Finde ich dir? sehr gut, finde ich sehr schön, stark. Danke. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Du, 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 du. Nee, ich weiß ehrlich Musst ja gesagt nicht nichts ganz, dazu wie ich auf sagen, die weißt du? Frage antworten soll. Ich meine, du kennst das aktuelle Thema. Ich stehe so ein bisschen gerade an einer wichtigen Entscheidung in meinem Leben. Ich habe drei Optionen offen. Und überlege mir aktuell, wie kann mein Leben dann und dann verlaufen. Im Grunde. Und darüber mache ich mir einige Gedanken. Das hat sehr große Auswirkungen auf meine YouTube-Karriere, auf meine persönlichen, beruflichen, unternehmerischen Ziele natürlich, ganz klar. Und diese Entscheidung prägt mich aktuell. Das ist gerade mein Ziel, die Entscheidung zu treffen, wird in den nächsten Tagen der Fall sein. Aufgrund Informationsmangel aktuell. Ansonsten, privat, meine Ziele sind so ein bisschen mit dem Beruflichen verbunden. Je nachdem, wie sich das oder das entwickelt, habe ich eine Idee, wie sich mein Leben so, so oder so auch privat entwickeln kann, soll und wird. In diesem Moment, da ist es auch schwer, darauf zu antworten. Allerdings werfe ich jetzt einfach mal einen Raum, Weltreise, Auswandern auf jeden Fall steht auch mit drauf als großes Ziel. Ich präferiere da auch sowas. Dubai, Bali, Nordzypern fand ich auch sehr interessant. Gibt es sogar, kann ich dir eine Seite schicken? Können wir uns vielleicht auch mal darüber unterhalten? Wo war ich stehen geblieben? Verdammt. Auswandern. Genau, Auswandern ist natürlich ein Ziel. Ansonsten auf jeden Fall Multimillionen-Dollar-Positionen am Markt bewegen. Das ist so ein Ziel von mir, haltet mich für verrückt oder bekloppt oder so. Keine Ahnung, das ist was, das reizt mich, triggert mich einfach. Ist so richtig Internet-Eier auf den Tisch hauen, so gefühlt. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen vulgär und lustig ausdrücken kann, ja. Nee, aber jeder hat auch andere Ziele, so weißt du. Und ansonsten, ein privates Ziel ist halt nochmal eine eigene mentale Gesundheit, die zu stärken. Dazu lese ich aktuell ein Buch. Ich habe das erste Kapitel gelesen, danach bin ich ins Stocken gekommen. Es ist sehr, sehr gut, das Buch. Und geht so ein bisschen um Bindungsproblematik und sowas. Er erläutert das schön und liefert da so ein paar richtig coole Ansätze. Und ja, nach einem Kapitel habe ich aufgehört, habe das so ein bisschen zusammengeschrieben, aber ich merke schon so ein bisschen, sage ich mal, einen sehr guten Entwicklungsschub in dieser Hinsicht. Das möchte ich gerne weiterhin vertiefen. Und ja, das sind, sage ich mal, meine Ziele. Okay, cool, reicht doch. Also, ich finde es viel. Viel gelabert, aber nichts gesagt, Politiker. Ach, Eine muss man ja Frage auch bekommen wir nicht. aber noch hin, ein, zwei. Eine kriegen wir noch hin, würde ich sagen. Hoffe ich jetzt, dass die nicht zu lang ist. Wie geht ihr mit Rückschlägen um? Beschäftigen euch diese länger? Vielen Dank. Mit einer 9 mm auf den Schießstand gehen und das Ding leerballern, bis das Magazin keine Patrone mehr hergibt. Aufs Moped setzen, Musik in die Ohren, Autobahn und durchziehen. Also, ungelogen, das waren für mich immer die besten Hilfsmittel und Sport. Sport darf man nicht Ja. vergessen, aber Sport ist für mich ein permanenter Ausgleich. Man sieht, dass du abgenommen bist im Übrigen. Dankeschön. 15 Kilo. Sehr stark. Und ansonsten, keine Ahnung, weiß ich nicht. In Deutschland ist es ja jetzt erlaubt, Ja. einmal einen Brokkoli probieren. Mehr sage ich dazu auch nicht. Auch mal ganz nett zum Abschalten. Allerdings muss man sich danach fangen. Und dann natürlich im Anschluss, was ganz wichtig ist, was man nie vergessen darf nach einem Rückschlag, sich hinsetzen, einen Plan schmieden und aufschreiben, was habe ich gelernt? Was kann ich in Zukunft besser machen? Wie gehe ich damit um und wie Ja, positioniere ich mich neu? das finde ich auch sehr, sehr gut. Also das mit Aufschreiben sowieso, was man möglicherweise daraus auch lernt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt. Ich habe hier mein tolles Büchlein und da steht auch viel immer sowas drin. Hast du auch? Geil. Oder
Drei Büchlein. Okay, krass. Nee, ich habe nur eins. Ein schwarzes Büchlein, wo das drin steht und sowas. Nee, aber ich finde es auch extrem wichtig, sowas aufzuschreiben. Aus Rückschlägen lernt man, finde ich, am meisten. Man sollte damit umgehen können. Man soll, natürlich gehören auch mal, egal was für eine Phase es ist, Trauerphase oder auch mal mit sich selber klarkommen, Phase und sowas gehört dazu. Aber auch danach wieder einfach aufstehen. Und so mit Rückschlägen, wie du sagst, Sport extrem wichtig. Da kannst du dich ein bisschen auspowern, deine Aggression ein bisschen freien Lauf lassen, sage ich jetzt einfach mal. Und du tust dir selber was Gutes. Ansonsten, was ich gerne mache, spazieren gehen, Kopfhörer rein, alles vergessen so ein bisschen, auch ein bisschen drüber nachdenken. Sachen natürlich aufschreiben, extrem wichtig. Und ja, also beschäftigen diese euch länger, um die Frage auch noch so ein bisschen zu beantworten, muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Also mittlerweile kann ich ziemlich gut damit umgehen. Hat vielleicht auch so ein bisschen mit Kritikfähigkeit, kann man da vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinbringen. Ich kann damit relativ gut mittlerweile umgehen. Je nachdem, was es ist, man sollte es natürlich auch manche Themen nicht zu nah an sich einfach ranlassen. Das ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten, ja, einfach wieder aufstehen, weitermachen. Klingt so einfach, aber es ist halt absolut schwer, Es aber. klingt so einfach und es ist brutal schwer. Ja. Aber allerdings Gewinner sind auch nur Leute, die einmal mehr aufgestanden sind, als sie verloren haben. Und das ist ein Fakt. Das ist ein absoluter Fakt. Wenn du wie ein Stehaufmännchen bist oder diese Punching-Bowls, die du umzimmern kannst bis zum geht nicht mehr, du gewinnst immer. Außer du schneidest den Punching-Ball ab, aber das ist unfair. Nee, aber du kommst halt gestärkt aus solchen Situationen einfach raus, weil du was gelernt hast. So, weißt du, wenn dir alles in die Waagschale gelegt wird oder in die Wiege gelegt wird, wie man so schön sagt, dann wärst du einfach so. Dann kannst du nie mit irgendwelchen Rückschlägen umgehen oder mit Kritik oder sonst was. Du musst einfach daraus gestärkt vorgehen, beziehungsweise das Beste wieder draus machen oder neue Kraft aus diesen Rückschlägen möglicherweise sogar tanken oder neuen Lebensmut draus fischen und versuchen daraus einfach das Beste zu machen. Das ist jetzt egal, ob es privat ist oder ob es Business ist. Du wirst in deinem Business Rückschläge haben, du wirst aber auch in deinem privaten Umfeld Rückschläge haben und daraus musst du einfach das Beste machen. So, weißt du, einfach aufstehen, natürlich Trauerphase, ein bisschen Nachdenkphase und sowas, aber dich auf jeden Fall nicht runterziehen lassen oder ich sage jetzt einfach mal so sorry, weil du ja vorhin den Vorschlag mit Brokkoli und sowas genannt hast, jetzt nicht unbedingt in Drogen und Alkohol abwischen, sondern versuch Es stärker. kommt auf die Maßen an, Freunde. Ja, das ist ganz wichtig, Ja, was man so. dazu sagen muss, ohne Ja. das jetzt schönreden zu wollen. Ja, Ja. keiner macht Drogen, Alkohol oder sonst irgendwas. Ja, ich Ja. möchte das nicht publizieren oder ich möchte niemanden dazu verführen. Auch einer meiner Ja. größten Sünden, die ich selber habe. Damit muss ich allerdings fertig werden. Und wenn ich sage, okay, für einen gewissen Punkt tut mir das mal gut und ich kann es danach auch wieder sein lassen, dann ist das okay. Ja, das sind Dinge, die muss jeder aber für sich selber auch entscheiden. Und ein witziger Punkt, den jetzt viele, denke ich, auch unterschätzen werden. Ich bin fucking nicht gut in Daytrading. Und das ist so einer der Punkte, wo ich permanent Rückschläge kassiere. Es geht mir auf den Sack. So, ja, um das mal als Beispiel zu nennen. Und ich sitze da jetzt locker schon ein Jahr dran und versuche mir das beizubringen. Es ist sau anstrengend. Auf einem kleinen Frame Ja. zu traden, es ist überkrank. Weiß nicht, ob du es mal ausprobiert hast, aber es erfordert wirklich viel, sehr viel, um das hinzubekommen. Und dann, wenn ihr in so Kritikpunkten seid, auch wieder, fragt gegebenenfalls um Hilfe. Ich bin hingegangen und habe mir gedacht, so, was sind meine Probleme? Wo sind meine Probleme? Ich dokumentiere nicht alle Trades, nicht immer. Okay, Punkt 1 gefunden. Was mache ich? Ich habe kein hundertprozentiges Regelwerk. Ich habe so ein paar Lücken drin. Okay, arbeiten wir dran. Gehe ich hin, Regelwerk ausgearbeitet, bin zu meiner Mutter gegangen. Mama, du hast früher zu Hause Buchhaltung gemacht. Hilfst du mir dabei? Siehe da, eine Mutter unterstützt ihr Kind immer. Ja. Und ja, jetzt notiere ich das alles und dann stützt man sich so ein bisschen auf den Prozess der Entwicklung konzentrieren und nicht auf das Ergebnis konzentrieren. Das ist so ein bisschen, denke ich, auch einfach key. Ja. Komm, Nee. einer geht noch. Nee, ey, wir haben jetzt schon eine halbe Doch, komm, Stunde. einer. Nee, wir Ja, machen komm, es. einer geht nach Nein. 45 Minuten. Nein, Gönn denen doch vergiss mal es, das ein ist zu lang. Special. Wir haben gerade eine Hau halbe einen noch Stunde. raus, hau einen noch Nein. raus. Doch. Nein, wir heben die Doch. auf. Wir haben noch genug Mathe. Nein, Doch. nein. Doch. Da weigere ich mich. Nein, außerdem wollten wir gleich nochmal was quatschen und ich habe auch nicht ewig heute Zeit. Ich habe jetzt wieder zukünftig mehr Zeit. Wir nehmen schon noch ein paar Q&A-Folgen auf. Ich habe echt noch genug Fragen.
Und denk doch mal, so ein durchschnittlicher Autofahrer braucht nur 30 Minuten bis nach Hause. Und die Zeit haben wir jetzt. Soll er sich ein Motorrad kaufen, braucht er 15. Mach halt auch die Klappe. Nee, ist egal. So, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Dann Maurice, reicht es fürs. für hin zurück hin. Ja, ist okay. Wunderbar. Oh, Alter, was ist heute mit dir los? Nee, Du Spaß. weißt es. Nee, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Lasst auf jeden Fall überall ein Like da, teilt den Podcast, folgt uns gerne auf YouTube. Ja, auch da, Like natürlich da lassen, überall teilt es und gerne auch jederzeit eure Fragen rein schicken, wenn ihr irgendwelche habt fürs nächste Q&A. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und das letzte Wort hat wie immer René. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende, Freunde. Genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.